Die Ostsee ist ein Brackwasser. Sie besteht aus Salzwasser aus der Nordsee und Süßwasser aus den Flüssen, die in die Ostsee münden. Dadurch, dass 9 Länder sie umringen, landen sehr viele Nährstoffe der Landwirtschaft wie künstlicher Dünger aus Phosphor und Stickstoff in dem Wasser. Dieser Vorgang nennt sich Eutrophierung. Pflanzen wie Algen und Seegras ernähren sich davon und wachsen übermäßig. Die abgestorbenen Reste gelangen in die Tiefe, wo sie dann von Bakterien zersetzt werden. Für die Zersetzung benötigen sie Sauerstoff. In manchen Zonen wird so viel Sauerstoff verbraucht, dass dort ein Leben unmöglich ist. Ausschließlich Bakterien können dort leben. Sauerstoffreiches, salziges Wasser aus der Nordsee ist die einzige Möglichkeit, um die Zonen wieder mit Sauerstoff zu versorgen. Doch die Ostsee ist nur durch eine Meerenge mit der Nordsee verbunden und ein Einstrom ist von verschiedenen Bedingungen abhängig. Die Forscher am Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde befassen sich mit diesem Phänomen. Die Einströme in die Ostsee aus der Nordsee sind nicht häufig auftretend, sie sind sehr sporadisch. Muss immer von ganz bestimmten Witterungsbedingungen abhängen. Es muss zunächst ein starker Ostwind wehen, der die Ostsee leer bläst, der Wasserstand sinkt. Dann schwenkt der Wind auf westliche Richtungen und rückt in Sturmstärke hinein. Und das kann häufig passieren, kann aber auch passieren, dass 10 Jahre ein solcher Ansturm gar nicht stattfindet. Hatten wir zum Beispiel zwischen 1993 und 2003. Der Zustand der Ostsee wird mit vielen verschiedenen Messgeräten untersucht. Sollte es zu Einströmen aus der Nordsee kommen, wissen die Wissenschaftler, wie diese sich verbreiten. Die Ostsee hat das Problem, dass sie keine einfache Badewanne ist, also ein tiefes Becken, sondern sie hat viele einzelne Becken, Arkona-Becken, Bornholm-Becken, östliches Gotland-Becken. Dazwischen sind immer untermeerische Schwellen, die also aufsteigen. Und nur wenn hinreichend Wasser einströmt, kann ein Becken nach dem anderen gefüllt werden und dann letztendlich die zentrale Ostsee östlich von Gotland erreicht werden. Durch die Ergebnisse der Forschungen können Projekte zum Schutz der Ostsee entstehen. Die IUCC hat in den letzten 10 Jahren 25 Projekte betreut und selbst initiiert. Aktuell betreuen wir eben Projekte zum Meeresmüll oder Meeresmüllvermeidung, wie zum Beispiel hier auch die Meeresmüllplattform. Auf der anderen Seite geht es um Muscheln und um Makrophyten, die im Wasser eingesetzt werden, um Nährstoffe zu binden und dann mit einer Ernte aus dem Wasser zu entziehen. Eine Muschelfarm soll als Werkzeug gegen die Eutrophierung eingesetzt werden. Sie entziehen Nährstoffe, filtrieren das Wasser und machen es klarer. Anschließend werden die Muscheln geerntet und können dann als Futtermittel für Tiere verwendet werden. Wir haben immer schon sehr, sehr viele Nährstoffe in diesem Gewässer gehabt. Mit der Wasserrahmenrichtlinie und der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie sind sozusagen europäische Ziele gesteckt, die wir erreichen wollen. Das ist ein sehr, sehr langer Weg und viele Zeitpläne wurden schon überarbeitet, weil eben alle Länder sich an die Pläne nicht so richtig halten können. Es ist eben einfach auch sehr teuer und viele Sachen verstehen wir im Detail auch noch gar nicht. Ich würde sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und es gibt auch viele gute Beispiele schon, aber es ist eben ein Meer mit sehr, sehr vielen Besonderheiten, um die wir uns kümmern müssen und wahrscheinlich sehr, sehr langfristig. Die Ostsee ist von Natur aus belastet und durch die Eutrophierung und den Klimawandel kann sich die Situation noch weiter verschlechtern. Es wird immer tote Zonen in der Ostsee geben und das wird sich in absehbarer Zeit nicht ändern.